Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Bitte noch etwas Suppe, Selma. Kann ich mal einen Tee bekommen? Wo bleibt mein Nachtisch, Selma? Bringen Sie mir lieber kein Gemüse. Ist recht, meine Herrschaften. Obwohl Thelma Tompkins ständig zwischen Küche und Speisesaal des Hotelrestaurants Gordon hin und her pendeln musste, behielt sie den freien Ecktisch besorgt im Auge. Das war auch der Grund, weshalb ein Teller dampfender Tomatensuppe gefährlich bis zum Rand des Tabletts rutschte, das sie gerade durch den Saal trug, so dass Marion, die Wirtin, ihr aus feindseligen Augen einen warnenden Blick zuwarf. Aber in den 11 Jahren, die Thelma jetzt als Kellnerin arbeitete, hatte sie nicht einen einzigen Teller fallen lassen, und auch jetzt ließ sie ihr Instinkt nicht im Stich. Dennoch konnte Marion sich eine mürrische Frage nicht verkneifen. »Was plagt dich eigentlich?« Thelma blickte wieder zu dem leeren Tisch hinüber. »Mrs. Mannerheim, sie hat sich jetzt schon fast eine halbe Stunde verspätet. Ob etwas mit ihr ist?« »Du hör bloß auf, andere Leute zu bemuttern. Die alte Dame wird schon noch kommen. Das hat sie bisher immer noch geschafft.« Aber Thelma machte weiterhin einen besorgten Eindruck, und die Stirnfalten verschönerten ihre mürrischen Züge nicht gerade. Ihr braunes Haar wurde durch die Hitze der Küche und die Kühle des klimatisierten Speisesaals immer unansehnlicher, je später es wurde. Als Mrs. Mannerheim schließlich ihren gewohnten Platz am Ecktisch einnahm, sah Thelma fast genauso elend aus wie die alte Dame. Aber doch nicht ganz. Mrs. Mannerheim, deren winzige, hagere Gestalt in dem lose gearbeiteten schwarzen Seidenkleid selbst in Umrissen nicht erkennbar war, sah auffallend blass und geisterhaft aus. Sie war tatsächlich uralt, weit über 90, wie Thelma annahm. Und an diesem Abend konnte man fast glauben, der Tod leiste ihr Gesellschaft. »Wie geht es Ihnen, Mrs. Mannerheim? Ich habe mir schon Gedanken gemacht, als Sie nicht erschienen. Dasselbe wie sonst?« »Ja, Liebe, dasselbe wie sonst. Und machen Sie sich meinetwegen keine Gedanken.« »Fühlen Sie sich heute nicht gut?« »Nicht besonders, nicht besonders.« »Ja, aber soll ich da nicht doch lieber einen Arzt holen? Sie sehen wirklich nicht gut aus.« »Sie müssen nicht vom Arzt reden. Seit 30 Jahren war keiner mehr bei mir. Seit damals, als Dr. Leverett, dieser alte Dummkopf, mir weismachen wollte, ich müsste sterben.« »Aber vielen Dank, dass Sie sich meinetwegen Gedanken machen, Thelma. Es ist schön, wenn sich jemand um einen kümmert.« Bei diesen Worten streichelte die alte Dame Thelmas Hand. Die Kellnerin versuchte, die aufsteigenden Tränen zurückzuhalten. Die gleichen Tränen, die auch durch traurige Filme, hungernde Katzen oder ihren jüngeren Bruder Arthur ausgelöst werden konnten. Sie ging in die Küche, fuhr sich mit dem Handrücken über die Augen und sagte Jeff, dem Koch, Bescheid. Jeff brauchte keine weiteren Einzelheiten. In den 8 Jahren, die Mrs. Mannerheim jetzt im Hotel Gordon wohnte, war ihr Abendessen immer das gleiche. Ein Glas Tomatensaft, eine dünne Scheibe Roastbeef, eine gekochte Kartoffel, Karotten und Milch. Als Thelma alles auf den Tisch gestellt hatte, versuchte Mrs. Mannerheim tapfer, das Fleisch auf dem Teller zu zerschneiden. Wie üblich übernahm Thelma freiwillig diese Aufgabe. Und widerstrebend, wie immer, nahm die alte Dame ihre Hilfe an. Sie sind ein gutes Kind. Ich bin 44, Mrs. Mannerheim. Ein Kind bin ich wirklich nicht mehr. Möchten Sie noch etwas Butter zu der Kartoffel? Nein, danke. Können Sie sich nicht ein Weilchen zu mir setzen und sich ein bisschen mit mir unterhalten, Selma? Ich brauche noch etwas Soße. Gerade jetzt geht es wirklich nicht. Es ist so schrecklich viel zu tun. Später vielleicht.
Ich hätte gern etwas mit Ihnen besprochen. Später geht es bestimmt, Mrs. Mannerheim. Um 10:30 leerte sich das Restaurant und Marion nickte Thelma zu. Bevor sich Thelma jedoch umzog, ging sie zum Tisch der alten Dame und setzte sich. Worüber wollten Sie mit mir sprechen, Mrs. Mannerheim? Über Sie selbst, Thelma. Oder haben Sie etwas dagegen? Über mich? Über mich gibt's nicht viel zu reden. Ich hätte gern gewusst, wie Sie zurechtkommen, Thelma. Oh, wie üblich, Mrs. Mannerheim. Und Ihr Bruder, von dem Sie mir einmal erzählten? Wie geht es ihm? Arthur? Oh, danke. Ihm geht's gut. Zum Millionär wird er es mit seinem Laden nicht bringen. Aber sonst reicht es. Sie haben also immer noch Kummer mit ihm, nicht wahr? Als wir uns zum letzten Mal unterhielten, machten Sie sich Gedanken, weil er so unglücklich darüber war, den Drugstore führen zu müssen. Na ja. Sie lieben Ihren Bruder sehr, nicht wahr? Wahrscheinlich. Seit Pop tot ist, habe ich ja nur noch ihn. Ich meine, was ich damals alles über ihn gesagt habe, das habe ich nicht so gemeint. Er ist eben noch jung. Und da kommt es schon vor, dass man hin und wieder Schwierigkeiten hat. Sie wissen doch sicher, wie das ist. Natürlich. Entschuldigen Sie bitte, Thelma. Möchten Sie ein Glas Wasser? Nein, danke. Mit mir ist alles in Ordnung. Das heißt, ganz stimmt es nicht. Nicht richtig in Ordnung, Thelma. Zum ersten Mal fühle ich mich tatsächlich alt. In letzter Zeit ist es mir so schlecht gegangen. Manchmal glaube ich, dass die Zeit gekommen aber ist. Aber Mrs. Mannerheim... Ach, Sie braucht sich nicht darüber zu grämen. Wenn man so alt ist wie ich, denkt man über den Tod ganz anders. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Thelma, ist, dass ich sehr viel von Ihnen halte und Ihnen helfen möchte. Ich meine, falls mir etwas zustoßen sollte. Können Sie sich vorstellen, wovon ich spreche? Nein. Ich spreche von Geld, Thelma. Ich bin, was man eine reiche alte Witwe nennt, mit mehr Geld als Verstand. In Kalifornien wohnt eine Nichte von mir, die auch etwas bekommen wird, weil sie nur einmal zur Familie gehört. Aber kümmern tut sie sich kein bisschen um mich. Dagegen möchte ich, dass Sie, Thelma, wissen, dass ich mich Ihrer angenommen habe. Wie? Dass Sie sich meiner angenommen haben? In meinem Testament. Sie waren für mich eine gute Freundin in den letzten Jahren. Und dafür bin ich Ihnen dankbar. Wenn ich sterbe, werden Sie in der Lage sein, diese Stellung aufzugeben und zu tun, was Sie wollen. Und Ihr Bruder... Aber Mrs. Mannerheim, das brauchen Sie doch nicht. Ich möchte es aber, Thelma. Ich möchte es wirklich. Es geht dabei um eine beträchtliche Erbschaft, glauben Sie mir. Ich weiß selbst nicht, warum ich so reich bin. Aber seit dem Tod meines Mannes scheint das Geld sich von selbst zu vermehren. Bis jetzt habe ich es dadurch schön gehabt. Und jetzt... möchte ich Sie glücklich machen. Mrs. Mannerheim. Nein. Es ist gleich vorüber, Thelma. Es ist gleich vorbei. Ich habe nicht mehr lange zu leben, Thelma. Manchmal träume ich von meiner Mutter, die ein langes weißes Kleid mit Blumen trägt. Glauben Sie an Träume? Ich weiß nicht. Mrs. Mannerheim... Thelma hätte zu gern gewusst, ob dieser Augenblick auch nur ein Traum war. Als sie nach Haus kam, war es erst 10:50, aber Arthur saß bereits mit untergeschlagenen Beinen vor dem Fernsehapparat. So zerzaust und müde, wie er aussah, musste er schon seit Stunden dort hocken. An jedem anderen Abend wäre Thelma darüber böse gewesen. Diesmal hielt sie es jedoch für angebracht, ihn sanfter anzufassen. Himmelswillen, Arthur, wann hast du denn das Geschäft geschlossen? Erst vor kurzem. Du darfst doch nicht so zeitig zumachen, Arthur. Du kannst es dir einfach nicht leisten. Du weißt doch selbst, was Pop immer gesagt hat. Nach 10 geht das Geschäft erst richtig los. Arthur antwortete nicht, vielmehr vergrub er sein bartloses Kinn in dem offenen Kragen seines Hemdes, bis auch sein schmollender Mund nicht mehr zu sehen war. Mit gefurchter Stirn saß er da und fuhr sich mit der Hand durch das dichte blonde Haar.
Wenn er schmollte, sah er noch jungenhafter aus als sonst. Thelma konnte kaum glauben, dass er schon 35 war. Arthur, ich muss dir etwas erzählen. Schreib mir einen Brief. Nun, sei doch nicht so ungezogen. Diesmal ist es wichtig. Viel wichtiger als das Fernsehen. Was ist denn los? Haben sie dich rausgeschmissen? Arthur, diesmal geht es auch dich an. Das Personalpronomen weckte sein Interesse. Er stellte den Apparat ab und drehte sich zu seiner Schwester um. Sie erzählte ihm die Neuigkeiten. Er hörte ihr mit einer Aufmerksamkeit zu, wie er sie bisher nur selten gezeigt hatte, und versagte es sich sogar, sie mit spitzen Fragen zu unterbrechen. Als sie fertig war, wich bei ihm die Spannung wie von einer unbelasteten Feder. Und er sackte im Sessel in sich zusammen. Wie viel glaubst du wohl? Wie viel? Ich habe keine Ahnung. Man erzählt sich alles Mögliche über sie. Ihr Mann war in der Konservenindustrie, starb aber dann, ach, das muss schon Jahre her sein. Aber das Geld muss sie irgendwie angelegt haben. Und deshalb ist es jetzt auch so viel. Dabei sieht sie so krank aus, die Arme. Und da liegt der Hund begraben. Wenn sie bald sterben würde, etwa in den allernächsten Monaten, hätte ich ein paar Dinge, für die ich mich interessiere. Arthur! Und reg dich bloß nicht auf, ich wünsche deiner Freundin schon nichts Böses. Aber wenn sie wirklich so krank ist... Nicht einmal denken möchte ich an solche Sachen. Mir genügt es zu wissen, dass ich eines Tages... Ja, sicher, eines Tages. Wie alt soll sie jetzt sein? Genau weiß ich es nicht. 90, vielleicht auch etwas älter. Arthur lächelte und sein Gesicht wurde das eines Jungen. In den folgenden 2 Monaten behielt Thelma den Ecktisch weiter im Auge. Und Abend für Abend erschien die alte Dame, wenn auch zu verschiedenen Zeiten. Die letzten Reste von Farbe wichen langsam aus ihren Wangen und ihr schleppender Gang wurde immer mehr zu einem Schwanken. Marion, die Wirtin, beobachtete ebenfalls den Verfall der alten Mrs. Mannerheim mit Mitgefühl, aber weniger wegen der alten Frau, sondern wegen ihres eigenen Ordnungssinns. Nun sieh dir das nur an, Sam. Ich habe wirklich Angst, dass sie mitten beim Essen tot umfällt. Frauen wie Sie sollten wirklich sehen, dass Sie in einem Heim oder was weiß ich unterkommen. Thelma schwieg. Der alten Dame gegenüber war sie noch aufmerksamer geworden als früher, breitete die Serviette auf ihrem Schoß aus, schnitt das Roastbeef besonders klein und goss selbst die Milch in das Glas. Aber während sie ihre Bemühungen verdoppelte, wusste sie genau, dass das Motiv reiner Menschenfreundlichkeit seit jener Mitteilung getrübt war, dass ihre Besorgtheit jetzt auch selbstsüchtige Zwecke verfolgte. Aber Thelma verspürte weder Scham noch Schuld. Bei allem musste sie jetzt auch an Arthur denken, für den sie sich verantwortlich fühlte. Der nächste Schritt war unvermeidlich. Als Monat auf Monat folgte und die winzige Gestalt der Mrs. Mannerheim immer ätherischer wurde, konnte nichts verhindern, dass das, was früher Befürchtung war, zu einem unausgesprochenen Wunsch wurde. Warum stirbt die alte Dame nicht? Mrs. Mannerheim starb nicht. Einmal sank sie, wie Marion befürchtet hatte, am Tisch in sich zusammen, aber auch dieser Ohnmachtsanfall ging schnell vorüber. Eine Woche lang war sie zu elend, um die Reise von ihrem Zimmer im 3. Stock in das unten befindliche Restaurant zu machen, und so brachte Thelma jeden Abend das Tablett nach oben, wobei sie, sobald sie die Zimmertür öffnete, immer damit rechnete, die alte Dame nicht mehr atmend vorzufinden. Aber Mrs. Mannerheim war immer am Leben und hatte leise gelächelt, während ihr kleiner Kopf reglos auf dem Kopfkissen lag. Der Frühling verging, auch der Sommer verstrich, und dann kehrte die Winterkälte zurück, die den Alten das Mark in den Knochen gefrieren ließ und ihnen Krankheit und Tod brachte. Aber Abend für Abend war der Ecktisch besetzt, wie Arthur immer wieder von Thelma hörte. Von dieser ewigen Warterei ist mir schon ganz übel. Arthur! Sag bloß nicht immer Arthur zu mir. Thelma, dir geht es doch ganz genauso. Du fängst doch auch schon an, die alte Frau zu hassen. Hassen? Wovon redest du eigentlich? Ich jedenfalls habe die alte Dame ausgesprochen gern. Sicher, das redest du dir ein.
du erzählst von ihr auch nicht mehr so wie früher. Als hättest du keine Lust mehr. Und ich wette, dass sie dir das Leben ziemlich sauer macht. Ach, sei doch nicht albern. Thelma konnte ihn nicht ansehen. Woher er es nur wusste. Tatsächlich empfand sie der alten Dame gegenüber eine gewisse Spannung. Mrs. Mannerheim hatte angefangen, sich ständig zu beklagen, am Essen herumzumäkeln und Thelma zu beschuldigen, nicht ordentlich zu sein und sogar die Rechnung falsch auszustellen. Eines Abends war sie so böse gewesen, dass sie darüber sogar die üblichen 25 Cent Trinkgeld vergessen hatte. Aber das schien Thelma nur natürlich. Wenn die Leute alt und krank werden, werden sie meistens auch unzufrieden. Ich sehe es dein Gesicht auch an. Von Tag zu Tag hast du die alte Frau mehr. Sie braucht zum Sterben ziemlich lange, was? Ich habe keine Lust, mir dein Gerede anzuhören. 8 Monate dauert das jetzt schon. Wer garantiert dir eigentlich, dass sie nicht noch 100 Jahre alt wird? Aber wo sie so krank ist. So krank? Warum ist sie dann noch nicht tot? Arthur. Warum sollte man eigentlich nicht ein bisschen nachhelfen, Thelma? Ganz von selbst kamen diese Worte plötzlich aus ihm heraus. Und seinem überraschten Gesichtsausdruck nach waren sie offensichtlich auch ganz unbeabsichtigt. Aber der Gedanke musste schon lange, bevor er ausgesprochen wurde, da gewesen sein. Thelma war zu betäubt, um darauf zu antworten. Er aber hielt ihr Schweigen für Interesse. Es wäre einfach, ganz einfach. Und es wäre nicht einmal Unrecht, Thelma. Das ist das Beste daran. Denk doch nur mal, wie die alte Dame leiden muss, wo sie so krank ist. Glaubst du, eine alte Frau wie sie wäre nicht heilfroh, wenn sie endlich Ruhe hätte? Und du kannst ihr dazu verhelfen, Thelma. So leicht. Ich will nie mehr etwas davon hören. Für dich wäre es ganz einfach. Und kein Mensch würde es jemals merken. Ich würde dir auch dabei helfen, Thelma. Ich würde dir zeigen, wie einfach es ist. Und wer die alte Frau kennt, glaubt bestimmt, dass es bald mit ihr zu Ende geht. Kein Mensch wird irgendetwas ahnen. Hör endlich auf! Und weißt du, wie wir es machen könnten, Thelma? Mit dem Essen? Ja, dass du ihr jeden Abend auf den Tisch bringst. Sie wird es gar nicht merken. So alt, wie sie ist. Und bei solchen Leuten ist es mit dem Geschmack auch nicht mehr so doll. Ach. Bloß immer eine Prise Pulver unter das Essen, Thelma. Nur eine ganz kleine Prise. Abend für Abend. Bist du wahnsinnig? Du bist vollständig verrückt, Arthur. Klar, sicher. Bloß hör weiter zu, was ich zu sagen habe. Ich habe von diesem Zeug genügend auf Lager, Thelma. Mehr, als wir brauchen. Und jeden Abend tust du nur eine winzige Prise in ihr Essen. Einfacher geht es doch nicht, oder? Na, nun sag schon. Thelma zwang sich, von ihrem Stuhl aufzustehen, atmete schwer, als kämpfte sie gegen einen Strudel und rannte aus dem Zimmer. Arthur blieb sitzen. Er schaltete den Fernsehapparat ein und blieb den Rest des Vormittags schweigsam. Nachmittags ging er in den Drugstore und kam erst nach Mitternacht zurück. Kurz bevor sie zu Bett gingen, sagte er: »Die arme alte Dame und dazu noch so krank. Eine Gnade wäre es, Thelma. Eine Gnade.« Einen ganzen Monat erwähnte Arthur seine Idee mit keinem einzigen Wort. Thelma wartete immer darauf, dass er davon anfangen würde. Aber das tat er nicht. Schließlich war sie gezwungen, selbst davon zu reden. »Die arme Mrs. Mannerheim.« Was ist denn?« »Sie sieht so schlecht aus. Sie kann kaum mehr gehen.« »So?« »Wenn ich sie so leiden sehe, kommt mir manchmal der Gedanke, dass du recht hast, Arthur. Von wegen Gnade. Ich meine...« Arthur besaß Fingerspitzengefühl. Weder lächelte er, noch machte er ein zufriedenes Gesicht. Er nickte ernst und voller Mitgefühl, und dann wartete er noch einige Minuten, bevor er zögernd sagte: Wenn ich es nun heute Abend vom Geschäft mitbringe, Thelma, das für Mrs. Mannerheim. Na ja, wie du meinst. Jeff, der Koch, nickte kaum, als Thelma die Küche betrat.
Er wusste bereits, dass Mrs. Mannerheim da war und reichte Thelma das Tablett. Sie stellte es auf den Wagen. In der winzigen Anrichte in dem Gang, der zum Speisesaal führte, blieb sie einen Augenblick stehen, lüftete den Deckel, der auf dem Teller lag, und holte aus der Schürzentasche eine kleine braune Tüte und streute eine winzige Prise des Pulvers über das Roastbeef. Dann legte sie den Deckel wieder auf den Teller und rollte den Wagen durch den Gang zum Ecktisch. Während dieser Vorbereitungen war sie nicht nervös. Als sie jedoch neben Mrs. Mannerheims Tisch wartete und die alte Dame sich mühte, ihrem schwachen Körper Nahrung zuzuführen, waren ihre Finger so zittrig, dass sie sie unter der Schürze verbarg. Die alte Frau zeigte keinerlei Reaktion. Sie aß das Fleisch genauso mechanisch und interesselos wie immer. Am nächsten Abend war es genauso einfach. Am übernächsten Abend war es nicht anders. Aber Mrs. Mannerheim starb nicht. Das verstehe ich nicht, Thelma. Sieht sie denn nicht einmal schlechter aus? Oder ist ihr übel oder irgend sowas? Nein, aber irgendeine Veränderung ist bei ihr auch sehr schlecht zu merken, Arthur. Ich meine, sie sieht immer fürchterlich elend aus. Nein, nur red dich nicht unnötig auf. Aber nimm lieber weiter die kleine Dosis. Wir müssen jedes Risiko vermeiden. Ja, Arthur. Sieh mal, was ich dir mitgebracht habe. Ein Geschenk? Sie nahm das Päckchen und strahlte vor Freude. Es stammte aus dem Drugstore und es enthielt Parfum. Der Preis stand noch auf dem Karton. Am nächsten Abend erschien Mrs. Mannerheim nicht zum Abendessen. Und Thelma wiegte sich plötzlich in der Hoffnung, dass die Prüfung nun vorüber wäre. Später tauchte die alte Dame jedoch auf und meinte nur, sie hätte das Abendbrot verschlafen und wieder von ihrer Mutter geträumt, die wiederum ein langes weißes Kleid getragen hätte. Eine ganze Woche verging und Mrs. Mannerheim starb nicht. Bist du dir mit dem Gift auch ganz sicher, Arthur? Natürlich bin ich mir sicher. Aber vielleicht sollten wir die Dosis doch etwas erhöhen. Eigentlich müsste es sie bald... Aber das tut es doch nicht. Es scheint dir nicht einmal schlechter zu gehen als vorher. Manchmal glaube ich, sie lebt ewig. Das kommt gar nicht in Frage. Gib ihr eine stärkere Dosis. Thelma tat es. Nach weiteren 2 Wochen und damit 14 Abendessen, die mit Gift gewürzt waren, schien Mrs. Mannerheim einen Teil ihrer Gesundheit zurückzuerlangen, so dass die Träume von einer wohlhabenden Zukunft in immer größere Ferne zu rücken schienen und Arthur die Bedenken aussprach, die auch ihre eigenen Gedanken beschäftigten. Und wenn sie ihre Absicht nun ändert? Wenn sie ihr Testament ändert? Sag doch so etwas nicht, Arthur! Aber es ist doch immerhin möglich! Du hast mir selbst erzählt, wie gemein sie jetzt manchmal zu dir ist. Wenn sie nun plötzlich auf die Idee kommt, dass du doch nicht so ein anständiger Kerl bist. Wenn ihr euch nun plötzlich in die Haare geratet. Und was kann nicht noch alles passieren? Es darf nicht passieren. Es darf einfach nicht passieren. Alles kann passieren. Ich sorge dafür, dass es nicht passiert. Ich sorge schon dafür, Arthur. Als sie am gleichen Abend im Restaurant zum Dienst erschien, brannte das Verlangen nach Gewissheit in ihrer Brust. Keine kleinen Dosen mehr, kein Tod in winzigen Prisen. Sie wollte Endgültiges, wollte den Schluss. Um 10 Uhr war Mrs. Mannerheim immer noch nicht erschienen. Im Gang vor dem Speisesaal wäre Thelma fast mit Marion, der Wirtin, zusammengestoßen. Wo ist sie eigentlich? Wo bleibt Mrs. Mannerheim denn heute Abend, Marion? Woher zum Teufel soll ich denn das wissen? Menschenskind! Fast könnte man glauben, der alten Dame gehöre dieses Restaurant. Wahrscheinlich hat sie bloß wieder verschlafen. Vielleicht sollte ich lieber nachsehen. Oder vielleicht sollte ich über den Hausapparat bei ihr anrufen. Vergiss nicht, dass du hier bist, um die Gäste im Restaurant zu bedienen. Aber vielleicht ist sie wirklich krank. Vielleicht braucht sie Hilfe. Um Himmels Willen, du mach mich nicht auch noch krank. Also meinetwegen, ruf bei ihr an. Sollen die Leute sehen, wie sie satt werden. Thelma ging in die Hotelhalle und nahm den Hörer des Hausapparates ab. 2-mal läutete das Telefon im Zimmer der alten Frau, ehe Mrs. Mannerheim sich mit kaum verständlicher Stimme meldete. Nein, los wäre nichts mit ihr, sagte sie. Sie hätte nur keinen Appetit. Ob Thelma ihr vielleicht etwas nach oben bringen sollte, vielleicht ein Sandwich oder eine Tasse Tee oder sonst irgendwas. Also gut, sagte Mrs. Mannerheim, eine Tasse Tee wäre schön.
Die Kellnerin ging in die Küche und füllte eine Kanne mit heißem Wasser. Dann stellte sie die Tasse nebst Untertasse auf das Tablett und nahm zwei Teebeutel aus dem Vorratsschrank. Anschließend ging sie zum Aufzug und drückte auf den Knopf mit der 3. Als sie das Zimmer betrat, konnte sich Mrs. Mannerheim nicht von ihrem Sessel erheben. Ich fühlte mich heute zu schwach, um nach unten zu kommen. Und mein Appetit ist auch nicht groß. Ich verstehe. Thelma drehte der alten Dame den Rücken zu und stellte das Tablett auf dem Tisch neben der Tür ab. Dann tat sie die Teebeutel in die Kanne und griff in die Schürzentasche. Die Tasche war leer. Sie hatte das Gift vergessen. Die alte Dame versuchte inzwischen mühsam, sich auf die Füße zu stellen. Haben Sie auch Milch mitgebracht? Haben Sie auch Milch mitgebracht, Thelma? Nein, die Milch habe ich vergessen, Mrs. Mannerheim. Aber Tee ohne Milch bringe ich nicht herunter, Thelma. Können Sie nicht noch schnell etwas Milch holen? Thelma fuhr herum und starrte die alte Frau an. Wir haben keine Milch mehr, Mrs. Mannerheim. Sie können den Tee auch mal so trinken. Das kann ich eben nicht. Ich kann es einfach nicht, Thelma. Ich habe immer Milch zum Tee genommen, seit meiner Kinderzeit. Sie wissen doch, wie es ist mit solchen Angewohnheiten. Nein, das weiß ich nicht. Keine Ahnung habe ich. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die immer alles hatten, was sie haben wollten, Mrs. Mannerheim. Kapieren Sie das nicht? Aber Selma... Wenn ich etwas haben wollte, musste ich dafür arbeiten, Mrs. Mannerheim. Sie glauben wohl, ich schufte als Kellnerin, weil es mir Spaß macht. Weil das Restaurant mein Zuhause ist, was? Sie glauben wohl, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen als dreckige Küchen und abgegessene Teller und jammernde alte Weiber, was? In diesem Ton dürfen Sie nicht mit mir sprechen, Thelma. Ich rede mit Ihnen so, wie es mir passt. Sie sind ein ungehobeltes und freches Mädchen. Sie sind doch nicht der Mensch, für den ich Sie gehalten habe. Aber wenn Sie glauben, dass ich mir von Ihnen so etwas gefallen lasse, dann haben Sie sich geirrt. Ich werde sofort meinen Anwalt anrufen und das Testament ändern. Rühren Sie das Telefon nicht an. Als die alte Dame nach dem Hörer griff, stürzte Thelma auf sie zu und unterbrach die Bewegung, indem sie das knochige Handgelenk der alten Frau umklammerte. Lassen Sie mich los! Wie schreckliches Kind! Ach! 44 Jahre bin ich alt. Ohne zu überlegen, warf sich Thelma auf die alte Frau wie ein Raubtier auf seine Beute. Instinktiv griff sie nach dem Hals, nach der Kehle. Abgesehen von einer kraftlosen Bewegung ihrer Hände wehrte Mrs. Mannerheim sich nicht. Sie schien für den Tod so bereit und auf sein Kommen so gefasst zu sein, dass ihr ausgezehrter Körper erschlaffte, bevor Thelma mit der Kraft zugepackt hatte, die nötig war, um sie zu töten. Der Tod kam so schnell, dass Thelma sie immer noch festhielt, als die Tür sich öffnete und das Zimmermädchen den gellenden Schrei ausstieß, der den Bann brach. In den folgenden Tagen war für Thelma nur eins wichtig: Arthur. Ständig nannte sie seinen Namen in Gedanken, aber niemals sprach sie ihn laut aus. Nicht ein einziges Mal während der Qual der Verhaftung, des Gefängnisses und der endlosen Verhöre. Aber dann kam es doch heraus. Und zwar allein aufgrund der Frage, die ein Beamter ihr zufällig zwischen zwei Vernehmungen stellte. Warum mussten Sie sie denn überhaupt umbringen? Warum konnten Sie nicht warten? Eine kranke alte Frau. Krank? Die war gar nicht krank. Doch, sie war krank. Sehr krank sogar. Bei der Obduktion hat es sich genau herausgestellt, sie litt an einer parasitären Infektion, die bei einer Frau ihres Alters gefährlich ist. Das Einzige, was sie noch am Leben hielt, war vermutlich die Behandlung, der sie sich unterzogen hatte. Arsen. In kleinen Dosen. Die Sache mit der freundlichen Kellnerin von Henry Slesser. Bearbeitung Gerd Weimann. Es sprachen Erzähler Friedrich Schönfelder, Thelma Maria Körber, Mrs. Mannerheim Käthe Haag, Marion Lou Säuberlich, Arthur Uwe Friedrichsen und Polizeibeamter Hermann Wagner.